Hey, wir sind hier weiterhin auf dem Welcome-Event, auf der Welcome-Reception und fragen die Leute, an was sie so forschen und wie das eigentlich für die Praxis so relevant ist. Ich bin hier mit Yvonne Nestoriuk. Magst du uns kurz erzählen, woher du kommst und an was du forschst? Ja, hi, ich bin aus Hamburg und bin dort Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Helmut-Schmidt-Universität. Und ich forsche zum Thema Behandlungserwartungen mit Bezug zu Psychotherapie. Das hat ja eigentlich einen ganz direkten Bezug zu Patienten und Patientinnen, oder? Genau. Wir fragen uns halt, was müssen Menschen wissen über Psychotherapie, über die Wirkweise und vielleicht auch über die Nebenwirkungen, bevor sie eine Psychotherapie anfangen. Und wir beschäftigen uns mit der informierten Aufklärung und haben eine Studie dazu gemacht, die testet, ob eine informierte Aufklärung über Psychotherapie die Erwartungen an Psychotherapie verbessern kann. Und? Habt ihr schon Ergebnisse? Wir haben Ergebnisse, die stelle ich auch am Samstag vor. Und es funktioniert, wenn man den Leuten erklärt, wie Psychotherapie funktioniert und dass es Nebenwirkungen haben kann, dass sie dann bessere Erwartungen an die Psychotherapie haben. Und wir wissen, dass Erwartungen an Psychotherapie den Effekt der Psychotherapie verbessern kann. Wir sehen nicht nur, dass die Erwartungen sich verbessern, sondern dass sie dann auch weniger Entscheidungskonflikte haben, wenn sie sich entscheiden für oder gegen eine Psychotherapie. Und insofern glauben wir, dass so eine Mikrointervention, also das sind 25 Minuten, dazu beitragen kann, die Entscheidung, wenn ich damit schwanger gehe, ob ich jetzt eine Psychotherapie mache oder nicht, zu erleichtern und einen besser darauf vorzubereiten.